nehme euch heute mit zu unserem After-Wedding-Shooting. Erstmal bin ich zu DM gefahren. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen für mein Make-up gebraucht. Das wollte ich dieses Mal unbedingt selbst machen, da ich an unserer Hochzeit nicht so zufrieden war. Dann bin ich zum Netto, habe mir erstmal was zum Essen gegönnt. Ich hatte so Hunger und da habe ich auch einen richtig geilen Smoothie entdeckt, den hier. Der war so lecker. Dann habe ich Emil auch abgeholt. Wir sind nämlich zusammen zur Reinigung gefahren und haben mein Brautkleid abgeholt. Und schaut mal bitte, wie schön sauber das wieder ist. Zurück zu Hause habe ich mich dann direkt geschminkt und mein Make-up ist wirklich schön geworden. Dann bin ich zu Bader gefahren und habe mir eine Brautfrisur machen lassen. Ich hatte mir auf Instagram Inspo geholt und ich fand die Frisur so schön. Ich wünschte, ich hätte meine Haare an der Hochzeit so machen lassen. Die war echt geil. Und als die Frisur dann fertig war, musste ich natürlich mein Brautkleid anziehen. Emrah hat sie nicht zubekommen, deshalb hat Bader mir geholfen. So sahen wir dann am Ende aus und ich fand es wirklich wunderschön. Dieses Gefühl nochmal erleben zu dürfen, war wirklich was ganz Besonderes. Und hier habt ihr jetzt nochmal ein paar Einblicke in unser After-Wedding-Shooting. Leute, die Bilder und Videos sind krass geworden. Ihr werdet